Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Euch erwarten Filmkritiken zu drei atemberaubenden Filmen. Zum einen ist da der Film Vier zauberhafte Schwestern, der demnächst in die deutschen Kinos kommen wird. Kathi und Steffen haben den auseinandergenommen, wird ein Traum. Im Anschluss gibt es einen Solobeitrag von der lieben Britt-Marie zu einem Film, der trägt den Titel Milchkick in Dalsmühni. Jo, der Trailer ist geil. Die Besprechung ganz sicher auch, wisst ihr Bescheid. Und im Anschluss gibt es noch ein Doppel zur Doku namens Small Planets. Wieder Britt-Marie und auch der Dom haben diesen Film gesichtet und für euch besprochen. Geiler Scheiß, sag ich mal. Yo, ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Kannst du genau dieses Feedback hinterlassen. Das wäre gut, würde uns helfen und vor allem auch klar machen, ob ihr den Scheiß hier mögt oder eben nicht. Ebenso wäre es ein Knorke, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, auf Fit, auf Facebook, auf Google, auf Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man genau das tun. Bewertet uns, teilt uns, macht mal so richtig Vollgas, ne? Weil das da letztlich einfach mal ganz schön gut ist und dafür sorgt, dass wir vielleicht in der einen oder anderen Chart-Tabelle auftauchen und das ist echt nicht das Schlechteste, was uns passieren kann. Jo, ne? Jetzt also viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Telestammtisch. Hier ist der Steffen. Das bin ich. Und die Kathi. Das bin ich auch. Beinahe. Und du warst mal wieder im Kino. Wer hätte das gedacht hier beim Telestammtisch? Klar. Niemand, vermutlich. Möchtest du uns verraten, welchen Film du gesehen hast? Ich habe gesehen Vier zauberhafte Schwestern von Sven Unterwald Junior. Und der hat außerdem noch so wunderschöne Filme gemacht wie Die Sieben Zwerge und Sieben Zwerge Männer im Wald und Sieben Zwerge Der Wald ist nicht genug und den Siegfried mit Tom Gerhardt und Otto's Eleven und was haben wir noch gemacht? Antonio, ihm schmeckt's nicht, U900 mit Atze Schröder, wie die Kanickel, den Ralf König-Film und so weiter und so fort. Da sind ein paar Sachen dabei, die man gegebenenfalls schon mal gehört haben sollte. Und der ist eben auch von ihm. Sehr schön. Ist das auch ein Film aus der Rubrik der eben genannten, also sprich Komödien für Erwachsene? Nein, wobei ich nicht weiß, ob die Otto-Filme einmal für Erwachsene, die Sieben Zwerge, kannst du schon auch als Kind gucken, aber... Ja. Ja. Nee, ist tatsächlich eher ein Kinderfilm. Mhm. Da kannst du wahrscheinlich gleich ein bisschen mehr zu sagen, weil du ja hier die Buchexpertin bist. Du hast ja mal 10 Jahre lang in deinem Leben Kinderbücher verkauft. Das ist wohl so. Und der Film basiert eben auf einer Reihe von Kinderbüchern. Richtig. Gleich im Titel. Genau, der Titel ist gleich, Vier zauberhafte Schwestern. Oder im Englischen, heißt es im Englischen auch Sprite Sisters? Ich glaube ja, da ich aber die Deutschen verkauft habe, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Die Autorin da ist Sheridan Wynne, eine britische Autorin. Und die Bücher waren ein ziemlicher Erfolg. Also da gab es, lasst mich überlegen, 4, 5 Bände von, als ich aufgehört habe, in der Buchhandlung zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob noch mal was nachkam. Und sie erfreuten sich recht großer Beliebtheit, tatsächlich. Also waren von den Covern her sehr pastellig und mit ein bisschen Glitzer versehen. Und wie das nicht unüblich ist tatsächlich bei britischen Kinderbüchern, drehte es sich da um 4 Schwestern unterschiedlichen Alters, damit man die Bücher einer breiten Spanne von LeserInnen zugänglich machen kann und jede und jeder jemanden zum Identifizieren hat in der eigenen Altersgruppe. Genau. Du kannst mich dann gleich nochmal korrigieren, wenn du den Eindruck hast, dass es sich da ein bisschen was, dass da ein bisschen was auseinandergeht von der Handlung und vom Konzept. Wir steigen in dem Film ein am 9. Geburtstag von Sky, die morgens im Bett liegt und plötzlich feststellt, dass sie magische Kräfte hat. Nämlich kann sie ihren eigenen Boxhandschuh, der auf dem Boden liegt, bewegen und schlägt sich damit immer ins Gesicht. Wird darüber wach und ihre Schwestern kommen dann ins Zimmer und freuen sich, weil sie dann tatsächlich auch endlich Superkräfte hat. Oder ja, ich bleib mal bei dem Begriff Superkräfte, vielleicht wird das ein bisschen deutlicher. Und offenbaren ihr dann, dass sie alle, also alle 4 Schwestern eben Kräfte haben, jeder ein anderes Element. Flame kann das Feuer beschwören, Flora kann Dinge heil machen und so ein bisschen die Natur beeinflussen. Und dann haben wir noch Marina, die das Wasser beherrschen kann. Die haben also auch sehr sprechende Namen. In der Tat. Wo ich mir denke, wussten die Eltern das? Und nein, sie wissen das nicht. Das ist nämlich genau der nächste Twist. Die Eltern wussten nichts davon. Warum haben die Eltern hier diese Namen? Machen keinen Sinn. Egal. Ist nicht das Einzige. Flame
ist die älteste von denen und die zieht dann die ganze Gruppe runter in den Keller, wo eben so eine Rose, möchte ich mal sagen, im Boden versteckt ist, die dann diesen Elbenstaub, wie er in dem Film genannt wird, beinhaltet, durch den die Kinder ihre Kräfte bekommen. Und die Legende ist, dass immer, wenn vier Geschwister in der Familie geboren werden, dass die sich diese Elementarkräfte teilen. Genau, und das ist vor ein paar Generationen schon mal schiefgegangen, als die Tochter eines Geschwisters in einer früheren Generation dort versucht hat, an diese Kraft zu kommen. Das ist die Zauberin Glenda, die von Katja Riemann verkörpert wird in dem Film. Und die trachtet eben auch jetzt den vier Schwestern nach dieser Rose und nach ihren Kräften. Das ist so grob erstmal so die Ausgangssituation. Was dann im Film behandelt wird, ist außerdem noch ein Gesangswettbewerb. Mhm. Die haben also eine Gesangsgruppe namens Sister Magic, wo sie dann im Schulwettbewerb antreten und dort eben Gesang und Tanz vorführen. Und dann, das ist so der B-Plot in dem Film, an dem sich das Ganze so ein bisschen entlanghangelt, dass sie eben in diesem Wettbewerb auch noch weiterkommen müssen und so weiter und so fort. Und dann gibt's noch den Butler Oswald, heißt er, glaube ich. Da habe ich den Namen von dem Schauspieler gerade vergessen. Ist ich kann es ja noch mal nachgucken. Ich habe es, glaube ich, auf dem Handy noch gerade an. Von Justus von Donani. Justus von Donani. Hm? Donani. Genau. Der eben den Butler von Glenda spielt. Die hat ihn mal irgendwann in ihren Dienst gezwungen, weil er sich über sie lustig gemacht hat. Sie hat eine Behinderung, so wird es in dem Film genannt, nämlich immer, wenn sie sich aufregt, spuckt sie Frösche aus. So. Hm. Und damit sie ihn nicht in ein Wildschwein verwandelt, ist er jetzt eben ihr Butler. Daneben haben wir noch die großartige Anna Thalbach, die ich in dem Film mega feiere. Die spielt die Zauberin Miss Duggery. Die war wohl mal irgendwann die Haushälterin von dem Schloss. Zu dem Schloss kommen wir gleich auch noch irgendwie. Von diesem Schloss. Und beobachtet oder hat das Ganze so ein bisschen im Feld, im Blick. Und die hat einen, ich möchte mal sagen, lebendigen Staubwedel dabei, der bellt und irgendwelche komischen Geräusche von sich gibt. Und das ist fast der, also der Staubwedel ist fast der interessanteste Charakter in diesem Film. Man möchte dazu erstmal noch nicht sagen. Genau. Und Glenda versucht eben A, an die Kräfte zu kommen und B, auch an dieses Schloss. Und in dem die Kinder eben wohnen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es heißt, aber es tut, also wie das Schloss heißt, tut erstmal, das heißt wie die Familie, glaube ich, Cantrip heißen sie, glaube ich. Cantrip. Und das schafft sie eben auch dadurch, indem sie Zwietracht innerhalb dieser Gruppe von Mädchen dann eben sät. Das ist so das grobe Setting des Filmes. Das entspricht auch ungefähr dem, was im Buch passiert. Also es ist eben tatsächlich so, dass es damit losgeht, dass die Jüngste ihre Kräfte entdeckt. Ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher, ob im Buch es nicht so war, dass die Jüngste schon Bescheid wusste oder beziehungsweise es geahnt hat und gehofft hat, dass sie eben auch Kräfte hat. Es ist aber lange her, dass ich es gelesen habe. Ich kann es nicht genau sagen. Und das trifft es schon ungefähr so. Also, dass sie sich zusammentun müssen, erstmal ihre Kräfte so ein bisschen beherrschen lernen. Also, die Älteren haben natürlich schon ein bisschen Übung. Sky muss damit noch ein bisschen üben. Die sind im Buch auch alle entsprechend ihres Elements so ein bisschen charakterisiert. Also Flame natürlich die leidenschaftliche, Flora. Genau, Flora so ein bisschen die sanfte, die so ein bisschen Harmonie verbreiten will immer. Marina so eine sehr durchsetzungswillige, zielstrebig. Und Sky, ja, mit einer gewissen Leichtigkeit ausgestattet, so auch eine gewisse Kindlichkeit noch, so ein. Hier ist es ein bisschen anders. Also Flame als die leidenschaftliche, die durchsetzungsfähige. Ich fand, Marina und Flora haben sich gar nicht großartig unterschieden. Das sind auch die beiden, die am wenigsten tatsächlich zum Vorschein gekommen sind. Die waren sehr austauschbar. Das waren also eher so Plot-Devices als alles andere. Und Sky war so die kleine Freche, die dann auch den Erwachsenen mal auf die Füße getreten ist und auch gerne mal wieder Worte gegeben hat. Ich fand Sky fast, also von den Mädchen, die interessanteste. Wohingegen ich sagen muss, ich habe gerade den Namen der Darstellerin nicht, die schauspielerische Leistung von der Darstellerin von Flame mit die beste gewesen ist, weil die auch die älteste eben ist.
Gesanglich muss ich sagen, es gibt ein, zwei Szenen, wo die wirklich a cappella singen, wo also eben, also gerade morgens bei dem Geburtstagsständchen wird dann a cappella gesungen. Das kriegen sie richtig gut hin, zumindest die Kleine, die Sky, die scheint wohl auch Musical-Darstellerin zu sein, da bin ich mir aber gerade nicht sicher, weil die hat eine derartige Stimme, die ganz kleine, und ein relativ sauberes Englisch, also das ist total strange, also, was da passiert, in dem Moment war auch ein bisschen komisch. Ansonsten wird da viel mit Autotune gearbeitet, das hört man dann schon sehr. Und die Tanznummern sind hinterher so richtig schön ausproduzierte, so Kinderpop, wie man das kennt. Die Tanz- und Gesangsnummern sind, wie ich finde, auch eine absolute Stärke des Filmes. Mhm. Also musikalisch wird hier das geboten, was Kinder auf so Musiksamplern und sowas dann auch vorgesetzt wird. Das ist nicht schadtauglich, definitiv nicht. Aber Kindern wird das gefallen, glaube ich. Ist immer eine gute Methode, wenn man was Taugliches hat, dann auch noch den Soundtrack zum Film zu verkaufen. Genau. Und das machen sie genau. Da sind also 5 oder 6 Songs drin, verschieden, hätte ich was gesagt, die dann auch mal halb, mal ganz gesungen werden, ein paar auch öfter. Und das hat jetzt nicht ganz Musical-Qualitäten, weil dafür kommt es zu wenig und es treibt auch nicht wirklich die Story voran. Aber es ist so ein, wir sind miteinander befreundet, wir sind Schwestern, wir schaffen das gemeinsam. Und das ist so ein bisschen so diese Durchhalteparole, die in dem Film so ein bisschen zugrunde liegt. Das machen dann eben auch die Lieder in dem Film. Jetzt haben wir ja schon gesagt, das Buch ist von der Britin geschrieben, der Film ist eine deutsche Produktion, auch deutsch besetzt. Ja. Funktioniert das? Also ich hätte mich nicht gewundert, wenn irgendwo ein Straßenschild mit Günzelburgstraße gestanden hätte, weil die haben versucht, so ein bisschen die Verkehrsschilder auszutauschen. Das merkst du, weil die sind halt blitzeblanke neu und die Geschäfte heißen dann irgendwie Flower Shop und Fashion Boutique oder irgendwas in der Richtung, Fashion Place oder sowas. Aber das sieht alles sehr künstlich aus. Ich weiß nicht, wo sie es gedreht haben. Ich vermute aber in Deutschland. Mhm. Und das Schloss kann auch irgendwo stehen. Vielleicht sind sie da noch hingeflogen, keine Ahnung. Oder dieses Anwesen halt. Mhm. Das kann auch sonst irgendwo stehen. So vom ganzen Setting und von dem, wie, es sind auch alles deutsche DarstellerInnen. Also das ist der deutscheste Film, der jemals in England gemeint gewesen ist. Also die ganze Architektur, die alten, das ist keine englische Kirche, die da irgendwann steht, wo sie dann vorbeilaufen, sondern das ist die Innenstadt in irgendeinem kleinen, in irgendeiner kleinen Altstadt in Deutschland. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo sie ihn gedreht haben, kann ich gerade nicht sagen. Nummernschilder haben sie ausgetauscht, das sind keine Festland-europäischen Nummernschilder, sondern ich glaube tatsächlich britische Nummernschilder. Das hätte man denen aber, glaube ich, sonst auch nicht abgenommen. Und ich glaube, Glenda fährt in einem alten Jaguar durch die Gegend, zusammen mit ihrem Chauffeur Butler, hast du nicht gesehen. Da haben sie dann schon versucht, irgendwie so ein bisschen so diesen Chic einer besser gestellten Dame so ein bisschen dann zu simulieren. Die Optik ist aber auch noch mal ein gutes Stichwort, weil ich finde, und das merkst du ab der ersten Sekunde, der Film ist knicke, knacke, knallbunt. Und im ersten Moment habe ich mich da auch dran gestört, genauso wie ich mich so ein bisschen daran bei Benjamin Blümchen gestört habe, den wir dieses Jahr ja auch gesehen haben, oder in 2019. Dieser Film läuft ja erst im Januar an. Und ich glaube, wir sind diese knallbunten Kinderfilme vor allem deswegen nicht mehr gewöhnt, weil wir so an diese MCU-Filme gewöhnt sind, die ja so grau in grau sind, so ganz hässlich grau. Und dann hüpft da mal Captain America im blauen Schlafanzug durchs Bild. Und das ist der einzige Farbtupfer, den man hat. Und vielleicht noch so dieser grau-grüne Hulk. Und also da wirken natürlich diese Kinderfilme, wie sie heute ja auch immer mal wieder kommen, ein bisschen wie so ein Kontrast. Das ist aber okay, weil es ein Kinderfilm ist. Von Katja Riemann in dieser unfassbar schrillen, pinkfarbenen Perücke hat man nach der zweiten Einstellung genug. Das glaube ich. Das sieht halt auch nicht aus wie eine Frisur, sondern das sieht immer aus wie ein Haarteil. Anna Thalbach, die eben die Mrs. Duggery spielt, die ist auch in so einem ganz knallbunten Tweed-Kostüm unterwegs. So ein bisschen wie Miss Marple, aber alle Farben, die man damals nicht hatte, draufgeklatscht. So, es ist ganz schlimm. Also nach dem Motto, stell da 20 Figuren in den Raum und die 3 Figuren dazwischen und du weißt ganz genau, wer die handelnden Personen sind. Und das ist ganz, ganz schlimm. Also das haben sie mega übertrieben und ich vermute, und ich habe mir die Buchcover vorher auch angeguckt, dass sie da einfach versucht haben, so nah wie möglich an diese Buchfiguren zu kommen. Anders kann ich mir das nicht erklären. ansonsten wären diese beiden Figuren nicht so bunt. Und ich finde, diese ganze Slapstick mit Glenda und auch so diese sehr überdrehte Mrs. Duggery, die wirken dann trotzdem, dass ohnehin schon ein relativ
ja, surreales Setting ist, dann auch nochmal so ein bisschen out of place. Also gerade wenn sie dann irgendwann im Laufe der Handlung aufeinandertreffen und dann so Szenen miteinander haben, dann denkst du also, oh mein Gott, gleich kriege ich irgendwie von den ganzen Farben Diabetes. Also das wird wirklich heftig irgendwann. Also die sind dann ja irgendwann auch in dem Haus in Mrs. Duggery, was du auch kennen wirst. Genau. Was ja auch nochmal knallbunt ist von außen und von innen. Und also da denkst du wirklich irgendwann, oh mein Gott, ich muss irgendwie eine Schutzbrille aufsetzen oder weiß ich nicht. Also als Erwachsener wird dann das vielleicht tatsächlich eher ein bisschen zu viel. Mhm. Apropos Erwachsener, es ist ja, wie du beschrieben hast, recht gut besetzt bei den Erwachsenenrollen. Mhm. Das wird ja bei Kinderfilmen recht häufig gemacht. Also wir haben Heike Mackatsch häufig in Kinderfilmen dann gerne mal als Schurkin oder auch Ralf Kaspers von der Maus. Oder also Katja Riemann gefällt sich als Schurkin inzwischen auch ganz gut. Also im Kinderfilm kann sie auch gut. Und das verkörpert sie hier auch. Also so dieses rotzig, so dieses von allem Genervte. Also ich glaube, sie schauspielert hier gar nicht. Das ist sie einfach selber. Aber das ist ja so ein bisschen immer auch ein Lockmittel, um eben auch die Eltern mit ins Kino zu locken, damit die sagen, okay, Kind, ich will mal Katja Riemann wiedersehen oder eben Anna Thalbach oder Justus von Nonani. Hast du dir das Gefühl, es funktioniert oder würde sowas vielleicht besser funktionieren, wenn man einfach nicht so bekannte, aber dafür angemessenere SchauspielerInnen besetzt? Ich fand es bei weitem nicht so komplett unnötig starbesetzt, wie es bei Benjamin Blümchen der Fall war. Also wo man auf Gedeih und Verderb unbedingt Uwe Ochsenknecht besetzen musste als Bürgermeister oder eben auch Heike Mackatsch. Ich finde, Katja Riemann fügt sich hier ein. Mhm. Katja Riemann ist halt auch keine Heike Mackatsch mehr. Mhm. Also Katja Riemann ist so die Heike Mackatsch ihrer Zeit, ja, so der 90er Jahre, wohingegen Heike Mackatsch einfach die Heike Mackatsch von heute ist. So, man mag Katja Riemann dafür, dass sie Katja Riemann ist, aber sie hat, glaube ich, nicht mehr so die Star-Power, wie sie es mal hatte. Ja. Und eine Anna Thalbach erkennst du unter dem ganzen Kladderadatsch, was sie am Körper hat, eigentlich fast gar nicht mehr wieder. Wahrscheinlich so eher an der Stimme. An der Stimme halt. Ne? Mhm. Und dass du halt immer denkst, ist es eigentlich ihre Mutter? Man weiß es gerade nicht so. Es hätte auch ihre Mutter spielen können, die haben wir dieses Jahr ja auch schon gesehen. Aber es geht halt auch nicht um die Erwachsenen in diesem Film. Es gibt natürlich die Eltern noch, da habe ich jetzt auch, die Eltern spielen so gut wie keine Rolle, außer ein bisschen so diese Kommunikationsebene. Es geht um die Mädchen und die füllen eben auch 80% des Filmes aus. Und dann ist Katja Riemann ein nettes Beiwerk und auch Anna Thalbach, weil ich glaube, für so eine Rolle wie Mrs. Duggery brauchst du einfach auch eine Person mit Ausdruck und mit Ausstrahlung. Und die flitzt hier halt wirklich über den Bildschirm. Also Anna Thalbach hier wirklich göttlich. Ja. Wenn ich jetzt höre, deutsche Filmproduktionen mit Zauberkräften, Hexerei etc., dann fallen mir natürlich zuerst die Realverfilmung von Bibi Blocksberg ein. Und auch, jetzt fällt mir der zweite nicht ein, den mir gerade einfiel. Bibi und Tina. Nein. Benjamin. Nein. Es kommt vielleicht wieder. Was ist denn noch mit Zauberei aus Deutschland? Ach, die kleine Hexe von Alfred Preußler natürlich. Mit Caroline Herford, war sie das? Nein, das war nicht Caroline Herford, das war... Doch. Doch, was? Das war doch, Caroline Herford. Genau, das die Rothaarige, war... Ja, genau. Richtig. Im Vergleich zu den Filmen, du kennst sie ja wahrscheinlich... Wir haben sie ja beide gesehen auch. Genau. Wie würdest du da die zauberhaften Schwestern einordnen? Gleiche Zielgruppe, gleiches Publikum, gleiche Qualität? Ich würde es tatsächlich eher so als Schulfilm bezeichnen, wo die versuchen, die Zauberei so ein bisschen draufzustülpen. Es ist tatsächlich eher ein Film über vier Schwestern, die sich im Laufe der Handlung natürlich zerstreiten, dann ihre Kräfte verlieren und sich wieder neu zusammenfinden müssen. Das ist eigentlich das, was im Fokus steht. Die Zauberei, ich würde es gar nicht so sehr als Zauberei bezeichnen, deswegen dachte ich gerade eben Superkräfte. Das ist auch das Erste, was Sky übrigens sagt, jetzt habe ich Superpower. So, das ist... es sind tatsächlich eher Superkräfte, die sie hier im Laufe der Handlung lernen müssen. Ich weiß nicht, wie es in den Büchern gemeint ist, aber sie zaubern halt nicht richtig. Mhm. Die eine kann halt Feuer schleudern, die andere kann das Wasser kontrollieren, die nächste kann Sachen durch die Gegend fliegen lassen. Es geht also eher in die Superhelden-Richtung so ein bisschen. Es ist, also war für mich auch schwierig, das mit Bibi Blocksberg zu vergleichen, wo ja wirklich gehext wird und verschiedene Sachen gehext werden. Mhm. Und bei der kleinen Hexe exakt genauso, wo ja auch ihr Hexendasein nochmal viel stärker im Fokus lag. Und so dieser Spalt mit ihr und der Umwelt und dass sie sich mit den normalen Menschen in Anführungszeichen noch dass sie damit klarkommen musste in dem Sinne. Und also die Kräfte der Mädchen finden ja weitestgehend im Geheimen statt, die Eltern wissen nichts darüber, die Kinder sind komplett autark, was diese Legende angeht, die wissen davon, woher auch immer. Also Flame ist komplett informiert, ich hab nicht richtig rausgefunden, wieso die das alles weiß. Sie weiß, wo dieser Raum ist und sowas. Da findet auch gar kein Entdeckungsprozess statt, was ein bisschen schade ist. Also
Ich glaube, dass das ein Film für die Zielgruppe derjenigen ist, die diese Bücher schon kennen, die einfach nur das, was sie aus den Büchern kennen, auf der Leinwand haben wollen. Mhm. Weil du hast natürlich am Anfang so dieses Erklärvideo, das ist doch so als Zeichentrick gemacht. Ich habe von den Büchern selber nichts gesehen, aber ich vermute ähnlich im Stil wie die Illustrationen im Buch, sofern sie... Die sind gar nicht illustriert, tatsächlich. Gut, aber man wird ein Cover haben, ja, wo die Figuren auftauchen und so sehen dann eben auch diese Zeichnungen aus. Davon gehe ich zumindest erstmal aus. Ob die Bücher selber illustriert sind, ist dann mal nachrangig. Ja. Aber es scheint ja sowas wie einen Konsens zu geben, wie diese Figuren aussehen. Mhm. Und im Stil dieser Buchcover ist eben auch so diese Zeichentricksequenz am Anfang. Und damit weißt du als Zuschauer alles, was du wissen musst. Woher die Mädchen das wissen, weiß ich nicht. Es ist ein bisschen inkohärent, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Zauberei geht halt irgendwann komplett in den Hintergrund, vor allem, weil es für die Hexe Glenda oder die Zauberin Glenda ja erstmal darum geht, diese Gruppe auseinanderzubringen. Und das tut sie komplett ohne den Einsatz von irgendwelchen Kräften, sondern indem sie diese Mädchen halt eben ja in irgendwelchen Geschäften oder irgendwo auf der Straße dann eben konfrontiert und denen halt eben sagt, nein, du hast ganz andere Qualitäten, kümmere dich mal darum. Mhm. Und dann fangen die eben an, für ein paar Sekunden auszubrechen. Also angeblich soll Sky eben gut in Karate sein. Das siehst du hauptsächlich daran, weil sie so Karate-Poster an den Wänden hat und halt Boxhandschuhe. Also eigentlich eher so Kickboxing macht und gar nicht Karate. Mhm. Ne? Also das, was ein bisschen seltsam ist. Und dann kommt sie irgendwann aus so einer Sportschule, aus irgendeinem Hinterhof, und dann kommt sie wohl gerade irgendwie vom Training. Das sieht man aber nicht einmal. Mhm. Außer, dass sie Glenda irgendwann im Laufe des Kampfes dann mal in den Bauch haut, wird sie da gar nicht aktiv. So dieses Showdown-Tell. Mhm. Ne? Mhm. Also es wird immer wieder behauptet, sie könne Karate, aber es wird eigentlich überhaupt gar nicht gezeigt. Mhm. Und so geht das mit den anderen eben auch. Und das Einzige, was sie halt wirklich zusammenbringt, ist die Musik. Und da bringt auch jede so ein bisschen ihr eigenes Talent mit. Die eine kann ein bisschen nähen, die andere kann halt ein bisschen komponieren. Das sind eben auch, ich glaube, tatsächlich Flora und Marina, die diese beiden Qualitäten haben. Genau, Flame, ich weiß gar nicht, was Flame ist, glaube ich, einfach nur gut in der Schule oder sowas. Die, glaube ich, am allerwenigsten. Choreografie oder so. Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber die haben da also eben bei der Musik ihre Kernkompetenzen und geraten da dann aber auch aneinander. Also nach dem Motto, ja, du bist ein Model, dich will ich haben, du bist viel besser als die anderen. So, daraus entsteht dann so eben so dieser Konflikt. Der die Schwestern auseinanderbringen soll. Zum Beispiel. Mhm. Klingt ja schon eher nach einer Geschichte wirklich so im Girlband-Modus. Ja, dann gibt's noch einen B-Plot mit einem Schulkameraden von den Kindern, von den Mädchen. Das ist ein Junge, in den sich wohl Flame irgendwie so ein bisschen verknallt hat. Der taucht im ganzen Film dreimal auf. Mhm. Also den B-Plot hätten sie oder C-Plot hätten sie komplett rausstreichen können. Der ist für die Handlung auch komplett unwichtig. Mhm. Der ist einfach nur, um so ein quasi Liebesplot in diesen Film reinzubringen, rausstreichen. Hatte für die Handlung, also wenn ihr mal irgendwann so einen Film macht, streicht das raus. Das hat weder für die Entwicklung der Figur von Flame noch für die Handlung irgendeine Bedeutung hätte man rauslassen können. Mhm. Das waren so die Längen, die der Film einfach oft hatte. Und was ich halt auch ärgerlich finde, ist so, also ja, so Slapstick-Komödie, so Slapstick-Comedy, die mag für Kinder ganz gut funktionieren. Als Erwachsener sitzt man da und hat es dann nach dem dritten Mal satt. Und also gerade so diese Szenen, immer wenn Glenda dann tatsächlich anfängt, Frösche auszuspucken, da denkst du dann irgendwann auch so, okay, reicht jetzt. Mhm. Also das ist schon okay. Ich habe jetzt schon 10-mal gesehen, wie ein Frosch aus Katja Riemanns Mund hüpft. So, ist okay. Hab da jetzt der Witz ist vorbei. So, ja, ne? Okay. Und auch so dieses... so diese Running Gags, die mit den Mädchen, so dass die eine eben frech ist und die andere schreit dann rum, ihr müsst aber machen, was ich sage und dies und das. Und das einfach aus der Grundkonstellation, wie man die Mädchen kennenlernt, sich nicht ergibt. So, die warten irgendwie ihr ganzes Leben, ihre ganze Kindheit darauf, dass alle ihre Kräfte kriegen. Mhm. Und bei erstbester Gelegenheit fangen sie an, sich irgendwie zu zerstreiten. Mhm. Fand ich ein bisschen unglaubwürdig einfach. Also das hatte für mich einfach derartig wenig Konsistenz dann hinterher auch. Also dass ich gesagt habe, also als Kind wäre mir das auch aufgefallen. Moment, am Anfang des Films sind sie irgendwie die besten Freundinnen und machen, also die Musik verbindet die, das sagen auch die Eltern immer wieder, das ist das, was ihr macht, das ist das, worauf ihr stolz sein könnt und das macht ihr wirklich gut. Und die kommen auch im Laufe des Filmes, wenn sie auch knapp, immer wieder eine Stufe höher und dürfen dann wieder auftreten und in die Prüfung und ins Finale, Halbfinale hast du nicht gesehen. So, das ist das, was die wirklich richtig gut können und die eine kann dann tatsächlich mal ein bisschen noch Karate oder sowas und bei erstbester Gelegenheit brechen die da aus und das fand ich auch mega unglaubwürdig. Das ist natürlich in Büchern immer, finde ich, soweit ich mich erinnere, ein bisschen konsequenter auserzählt, weil du da auch einfach mehr Zeit hast, sowas hinzuschreiben und zu sagen,
so ist das Verhalten bisher und du kannst viel besser in Rückblenden auch erzählen, wie die als Schwestern zusammengewachsen sind. Das wäre auch in 1,5 Stunden gegangen, wenn man sich die Zeit genommen hätte, die Figuren auch vernünftig zu erzählen, weil ich, der die Bücher eben nicht kennt, weil ist nicht so ganz das, was ich lese im Normalfall, hatte eben keine Ahnung, wie diese Figuren ticken. Und wie diese Figuren, ich glaube, das wird schon ein Stück weit vorausgesetzt, dass du schon weißt, was die tun. Und deswegen siehst du Sky eben auch nicht beim Karate. Denn das einzige Mal, wo du eins der Mädchen eben nähen siehst, ist ganz am Anfang des Filmes, wo sie sich versehentlich selber an ihr Kleidungsstück dann eben näht, an ihr Nähstück da gerade näht. Und das ist das einzige Mal, wo du sie dann Action siehst. Also es wird immer wieder gesagt, du kannst das gut. Und also es ist so dieses Show, Don't Tell. Und es wird die ganze Zeit halt eben außer Acht gelassen. Es wird immer wieder nur behauptet, so und so bist du. Es wird aber überhaupt nicht benutzt. Und wahrscheinlich auch um Zeit zu sparen, weil man hat schon ein paar viele Dinge, die man in dem Film benutzt, die man aus den Büchern wahrscheinlich kennt. Mrs. Duggery hat noch irgendwie ein Wachpferd, was draußen an der Hütte steht. Das steht halt draußen an der Hütte und grast halt und futtert Gras. Und irgendwann steht dieses Pferd halt hinter Glenda und stupst Glenda an und dadurch kommt das Pferd überhaupt ins Bild. Am Ende wird es nochmal, ansonsten ist dieses Pferd nicht drin. Wo ich denke, also wenn man es eh nur dreimal durchs Bild laufen lässt, hätte man es auch rauslassen können. Es wäre hier für die Handlung nicht wichtig gewesen. Was ich ein bisschen ärgerlich finde, am Ende gibt es so eine Andeutung, dass man das fortsetzen könnte, weil es noch ein fünftes Mädchen gibt, die ich hätte fast gesagt, Virena oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall eine Klassenkameradin auf der Mädchen, die ja dann auch mal irgendwann einspringt für eines der Kinder und dann eben mitsingt. Und da wird dann angedeutet, dass auch sie Kräfte bekommt als Fünfte oder irgendwie Kräfte hat. Also sie kann diese Kräfte eben dann plötzlich auch sehen, was eben nicht magisch Begabte in dieser Welt eigentlich nicht können. Lasst es bitte keine Fortsetzung drehen. Das war nicht gut. Okay, das ist schon mal eine sehr eindeutige Aussage. Es ist ein bisschen schade. Also die Bücher, weiß ich, waren sehr beliebt und den ersten habe ich auch gerne gelesen. Das war natürlich so ein bisschen Lesefutter, also jetzt nichts, was dann ewig im Gedächtnis haften bleibt. Und wie gesagt, 4, 5 Bände, deswegen wäre jetzt meine Frage gewesen, wird es denn Fortsetzungen geben? Aber wenn du sagst, das will man gar nicht, dann will man das nicht. Es wirkt so, als hätte man das vor, weil ansonsten gäbe es diesen Cliffhanger am Ende nicht, dieses offene Ende so ein Stück weit oder diese Andeutung. Es ist gar nicht mehr als, aber es wirkt wie ein Setup für eine Fortsetzung. Nach dem Motto, wir halten uns das offen, vielleicht machen wir das. Also diese Franchisierung, die ist ja nur auch im deutschen Film nicht unbekannt. Von Bibi Blocksberg gibt es auch 2 Filme, von Bibi und Tina mittlerweile 25. Also von daher. Ja, das ist richtig. Von Conny kommt, glaube ich, der zweite ins Kino. Ja. Jetzt CGI. Jetzt ist ja oft so, dass Filme mehr oder weniger ein Fanservice an die Leserschaft sind, so ein Stück weit. Als prominentes Beispiel, das, wo ich weiß, dass du es auch kennst und das wahrscheinlich auch viele andere kennen, Harry Potter ist ja ähnlich entstanden. Also es gab eine Buchvorlage, die auch schon fast fertig war, als sie angefangen haben, den ersten Film zu drehen. Das erste Buch war fast fertig, als sie die Filme drehen? Nein, alle Bücher, Bücher waren fast fertig, als sie anfingen, den ersten Film zu drehen. Und da ist es ja schon auch so, nach meinem Empfinden, dass der Anfang relativ schnell abgehandelt wird, weil sowieso alle wussten, dass er Zauberkräfte hat. Ja, ja. Man erzählt aber trotzdem die Geschichte bis dahin und lässt dann das große Abenteuer beginnen. Ja. Funktionieren die zauberhaften Schwestern hier zu sehr als Fanservice im Sinne von, wir haben es mal für die, die sich eh schon perfekt auskennen, auf die Leinwand gemacht, weil hat Harry Potter funktioniert ja auch. Ohne dass man es kennt, finde ich. Hatte ich ja quasi auch schon gesagt, dass ich den Eindruck hatte, dass man hier eben doch eher die Zielgruppe befüttert als das Publikum drumherum. Dadurch, dass es halt für Kinder ist, hatte ich nicht das große Problem, dem Ganzen noch zu folgen. Besonders, weil es ja am Anfang noch diesen kleinen Cartoon gibt, der etwas normal ist. Also dass die Grundstory, die Grundprämisse erklärt. Ich glaube aber eben genau an den Punkten, wie kommen die eigentlich dazu, zu wissen, wo das alles ist, dass da einfach vorausgesetzt wird, dass man das schon aus den Büchern kennt. Ich weiß, bei Harry Potter hat man sich gegebenenfalls noch mal drüber geärgert, wenn so kleine Storylines rausgenommen worden sind, wenn Figuren, die sympathisch und lieb gewonnen wurden, dann fehlten in der Handlung und wo klar ist, okay, das haben sie gemacht, damit man den Film noch irgendwie auf 2 Stunden kriegt. So, das wäre hier nicht nötig gewesen, wenn man die Dinge, die wirklich unnötig gewesen sind für die Handlung, wenn man die rausgelassen hätte, hätte man einfach auch so dieses, ja, wir haben Superkräfte, das haben wir mit 9 Jahren entdeckt und wir wissen aber noch gar nichts, sondern entdecken sie in dem Moment, wo die Vierte auch ihre Superkraft entdeckt, eben die Quelle ihrer Superkräfte. Das hätte man erklären können. Das war aber alles irgendwie schon da und vorausgesetzt und jetzt gehen wir da mal hin. So, und
darauf wird dann aber auch nicht aufgebaut. Das ist so mein Fazit. Also auf dieses, na, wir setzen einfach alles voraus an Wissen, wird dann am Ende aber nicht konsequent darauf aufgebaut, dass gesagt wird, okay, dann also die Dynamik hätte sich anders entwickelt. Also beziehungsweise die Dynamik, die sich entwickelt hat, wäre leichter zu erklären gewesen, wenn sie diese Entwicklung zum Zauber gemeinsam gemacht hätten und nicht, wenn drei von denen schon seit x Jahren Bescheid gewusst haben. Ja. Genau. Gut, was würdest du denn sagen? Leute, die einen Kinogutschein zu Weihnachten bekommen haben? Wenn eure Kinder die Bücher gut fanden, werden sie an den Filmen auch Spaß haben. Da gehe ich ganz fest davon aus, weil der ist schön bunt, die Mädels sind alle sympathisch, gerade die Kleine, die Sky, die gewinnt man irgendwann mega lieb, weil die ist super frech, die ist schon ein Stück weit auch so ein Energiebündel, die flitzt hier über den Bildschirm, Anna Thalbach macht einen geilen Job, Katja Riemann kauft man das auch ab, aber also mich hat ihre Performance halt immer an ihren Auftritt auf dem roten Sofa erinnert, wo sie den Moderator davor geführt hat, wenn man sich da erinnert. Yeah. Oh, yeah. Das ist einfach Katja Riemann, die sich hier präsentiert. Man hätte zwei, drei Subplots nicht gebraucht, die sind aber zu verzeihen. Also für einen Kinderfilm geht das in Ordnung. Das ist kein Film für die ganze Familie. Also da hat keiner von den Erwachsenen. Es gibt so einen Gag, den kann ich gleich nach der Sendung mal sagen, wo ich dann als Erwachsener gesessen habe und gedacht habe, Moment, was ist das für eine Anspielung gerade? seltsam. Okay. Aber das ist auch der einzige kleine Moment. So. Und ich habe gerade am Anfang gesagt, der sprechende oder stöhnende Staubwedel ist irgendwie der interessanteste Charakter. Es sagt auch einiges über den Film aus. Ja. Also, ja, wenn eure Kinder die Bücher mochten, und ich fand auch nicht, dass das ein Mädchenfilm ist, im Gegenteil, also da finden auch Jungs was, dann geht mit den Kindern da rein, aber ehrlich, also als Familienfilm, keine Ahnung, wenn die Kinder alt genug, der Film ist euch auch 6 freigegeben, wenn die Kinder alt genug sind, allein ins Kino zu gehen, kauft ihnen das Ticket und geht währenddessen Kaffee trinken. Okay, die anderen müssen halt Strohhalme ziehen, wer rein muss von den Elternteilen. Zum Beispiel. Okay, möchtest du noch in Form einer Sternewertung was dazu sagen oder hast du jetzt das Gefühl? Ja, ich habe 2,5 von 5 Sternen gegeben, weil er ist halt doch sehr durchschnittlich. Er ist auf keinen Fall schlecht. Also wir haben ja letztes Jahr zu Weihnachten noch die Weihnachtshexe, unsere Lehrerin die Weihnachtshexe geguckt, was ein totaler Ausfall war, wo das Drehbuch nicht kohärent war, wo die Figuren mega übertrieben waren, wo das ganze Setting strange und spooky war. Das ist hier nicht. Das ist ein sehr solider gemachter Kinderfilm, aber eben auch nicht mehr. Okay. Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Gucken, fürs ausführliche Erzählen. Sehr gerne. Euch da draußen viel Spaß, ob bei diesem Film oder einem anderen, überlassen wir euch. Unsere Empfehlung habt ihr gehört und damit tschüss. Tschüss. Hallo, hier ist Dunderklub 80 vom Klatsch und Tratsch Podcast Frankfurter Kranz, dem deutschsprachigen Jane Austen-Podcast By Lady und dem Star Trek-Podcast Trekgasm. Ich bespreche für euch heute den Film Milchkrieg in Dalsmynni, einen isländischen Film, der in Deutschland im Kino am 9. Januar startet. Er ist 1 Minute 32 lang und Regie führte Grímur Haakonarsson, ein Mann, von dem ich tatsächlich schon einmal einen anderen Film gesehen habe, nämlich 2015 den Film mit dem Titel Sture Böcke. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch den Film ebenfalls. Das war, soweit ich das überschauen konnte, auch wohl der bekannteste Film von Haakonarsson. In Sture Böcke geht es um zwei alte Landwirte, zwei alte Brüder, die verfeindet sind und sich zusammenraufen müssen. Und ein bisschen ein ähnliches Setting hat auch jetzt der Film Milchkrieg in Dalsmynni, denn er spielt natürlich auch in Island. Die Milchbäuerin Inga steht nach dem Tod ihres Mannes Reinir mit dem hochverschuldeten Dalsmynni-Hof ganz alleine da. Die Genossenschaft, von der im Dorf alle Bauern abhängig sind, scheint zuerst ihre Rettung zu sein, bis sie feststellt, dass man nur mit Hilfe rechnen kann, wenn man nicht gegen die ungeschriebenen Regeln verstößt. Kauft man zum Beispiel nicht bei der Genossenschaft mit ihren überteuerten Preisen ein, dann wird man bedroht und erpresst. Alles steht und fällt mit der Genossenschaft vor Ort, die ihre Finger überall im Spiel hat. Inga will sich das nicht gefallen lassen und beginnt dagegen anzugehen. Insbesondere als sie erfährt, dass ihr Mann Reinir von dem Chef der Genossenschaft erpresst wurde.
Seine Aufgabe ist es wohl gewesen, seine Nachbarn und Kollegen zu verpfeifen, sobald diese sich woanders Materialien zu günstigeren Preisen kaufen oder versucht haben, ihre Produkte außerhalb der Genossenschaft an den Mann zu bringen. Rainier wollte diese Bespitzelung nicht machen, aber die Genossenschaft hat ihn dazu gezwungen, indem sie ihm androhte, ihm seinen Hof unter dem Hintern wegzufänden. Es stellte sich im Nachhinein heraus, dass der Druck auf Rainier so groß war, dass er am Ende den Freitod gewählt hat, indem er mit seinem LKW in den Abgrund gefahren ist. Inga erfährt von der ganzen Geschichte erst nach dem vermeintlichen Unfall und ist so wütend darüber, dass sie öffentlich gegen die Genossenschaft aufbegehrt. Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht sie einen Artikel, in der die Genossenschaft als Mafia bezeichnet wird und in dem sie aufdeckt, wie die Bauern bedroht und erpresst werden. Selbst im Fernsehen gibt sie Interviews, doch ihre Rebellion scheint erfolglos. Die anderen Bauern und Dorfbewohner um sie herum kuschen vor der Genossenschaft, schweigen alles tot und ignorieren sie entweder oder greifen sie an. Ihre Gartenmöbel und ihre Pflanzen werden zerschlagen, sie wird als Verräter und Nutte beschimpft. Doch Inga gibt nicht auf in ihrem Kampf gegen die Genossenschaft und schlussendlich gipfelt das Ganze darin, dass sie versucht, eine Gegenvereinigung auf die Beine zu stellen, in der alle Bauern das Mitspracherecht bekommen sollen, das ihnen in der aktuellen Lage fehlt. Wie der Film schlussendlich ausgeht, wird hier natürlich nicht verraten. Interessant ist es jedoch, dass man hier ja der, vielleicht kann man sagen, Evolution von Inga zuschauen kann. Wie sie hilflos und auf sich selbst zurückgeschlagen anfängt, sich zur Wehr zu setzen, ja, und zu emanzipieren. Der Film war unterhaltsam, aber ist ganz klar ein Drama. Wenn man jetzt denkt, ah, skandinavischer Film, ist bestimmt irgendwie eine Dramödie, aber mit ein bisschen Witz oder so dabei, dann ist das leider falsch. Also das Ganze ist schon hochdramatisch, was hier erzählt wird. Die Geschichte ist nicht neu und sie ist auch ziemlich vorhersehbar. Trotzdem ist sie insofern interessant, als dass sie eben im ländlichen Island spielt, in einem Milieu, das man als Zuschauer sonst eher weniger zu Gesicht bekommt. Die Landschaft ist atemberaubend und die Dorfbewohner, die einem vorgeführt werden, sind bizarr und recht urig. Aber auch das muss man sagen, ein Bauernhof ist ein Bauernhof. Ob dieser jetzt in Deutschland oder in Island liegt, das macht letztendlich keinen Unterschied. Während die Geschichte mäßig spannend ist, muss ich meinen Hut wirklich vor der Hauptdarstellerin Arndísrin Egilsdóttir ziehen. Sie spielt die Rolle der kämpferischen Ehefrau Inga wirklich richtig großartig und zieht den ganzen Film mit sich mit. Der Film bekommt von mir solide 3 von 5 Punkten. Wenn man etwas ruhigere Dramen mag, die im skandinavischen Milieu spielen, dann kann man sich den Film gerne anschauen. Aber auch das muss ich sagen, man hat nicht wirklich was verpasst, wenn man ihn nicht gesehen hat. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation Small Planets. Die startet am 9. Januar 2020 in unseren deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 1 Stunde und 41 Minuten, entstand unter der Regie von Dirk Mante, den kannte ich persönlich nicht, aber den dürften einige auch nicht kennen. Und ich bespreche den Film nicht alleine. Wer ich bin natürlich der Dom, wie immer für euch vor dem Mikro. Und ich habe hier, ich kenne ihre Stimme schon eine ganze Weile, aber ich freue mich sehr, dass ich sie endlich hier mal an der Angel habe, die Britt-Marie. Hi. Hallo. Ja. Endlich hat's mal geklappt. Früher oder später, genau. Wäre, glaube ich, dann interessant auch mal bei einem Spielfilm. Ja, naja, ich bin ja ein Fan eigentlich von Dokumentarfilmen. Deswegen passend jetzt auch, dass wir bei einem Dokumentarfilm zusammengekommen sind. Aber ja, werden noch genug Besprechungen folgen. Ist bestimmt auch mal ein Spielfilm dabei, den wir beide besprechen möchten. Ja, ich muss zugeben, ich habe durch den Telestammtisch habe ich tatsächlich Dokumentation jetzt auch zu schätzen gelernt im letzten Jahr noch mehr. Also ich habe schon gerne Dokumentation geguckt, aber halt nie so wirklich abendfüllende. Und das ist für mich auch leider das Problem bei vielen Dokumentationen, dass die immer viel zu lang sind und als kompakter TV-Beitrag in der WDR-Story oder was auch immer besser funktioniert hätten. Ja, ja. Also gerade bei Dokumentarfilmen, es steht und fällt, finde ich, ganz, ganz enorm
mit dem Regisseur und natürlich auch mit der Story. Klar, es muss einem ja interessieren, das Thema. Aber ich finde, mit dem Regisseur steht und fällt oft so eine Dokumentation. Ich habe auch schon, muss ich sagen, viel Schrott gesehen. Ja, da kann ich ein Liedchen von singen. Sonst kann man gerne in den vierten Adventscast reinhören, wo ich mich ordentlich aufrege über zwei Dokumentationen, die ich gesehen habe für den Telestammtisch. Oder aber in die eigentliche Besprechung dazu mit dem Kollegen Christopher. Eine wunderschöne Dokumentation mit dem Titel Becoming Animal, die wahrscheinlich keiner außer uns in Deutschland gesehen haben dürfte und die so eine gequälte Scheiße war, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich habe auf der anderen Seite, also in meinen, weiß nicht, ob du jetzt so eine Jahresliste hattest oder so, aber ich hatte tatsächlich sogar auch zwei Dokumentationen in meinen Top 10 tatsächlich. Mhm. Und zwar eine, ich weiß nicht, ob du von der gehört hast, die haben wir auch hier beim Telestammtisch besprochen, die habe ich mit dem lieben Kollegen Maximilian auseinandergenommen von Movie Break. Of Fathers and Sons, da geht's um Islamismus und wie IS-Kämpfer ihre Kinder damit schon konfrontieren im frühesten Alter. Mhm. Ja, habe ich nicht gesehen, ist aber eine von denen, die auch auf meiner Liste, du kennst ja die klassischen Listen, was ich gerne noch irgendwann mal gucken möchte, auch da drauf ist. Wirklich angucken, ist ganz, ganz großartig. Und was ich auch empfehlen kann, wenn dich das interessiert, da kann ich ja auch hier mal kurz für Werbung machen, die habe ich auch in einem Singlecast besprochen, die Doku, die Mission der Lifeline, da geht es um die Seenotrettung auf dem Mittelmeer und die ist jetzt mittlerweile auch online frei verfügbar auf der Website dieser Hilfsorganisation. Kann ich sehr empfehlen, wirklich. Ja, wunderbar. Gut. Dann kommt das mit auf die Liste. Sonst kann ich dir auch gerne den Link zukommen lassen. Ja, sehr gerne. Gut, aber dann würde ich sagen, stürzen wir uns auf diese Dokumentation. Möchtest du denn, es dürfte jetzt interessant sein, wie du versuchst, diesen Film zu umreißen. Da bin ich sehr gespannt. Ja, also man könnte es sich ja einfach machen und vielleicht einfach mal den kurzen Einführungstext vorlesen, der am Anfang des Films erscheint. Denn ich finde, der fasst eigentlich genau das zusammen, worum dieser Film geht. Das würde ich jetzt ganz fieserweise einfach mal machen und dann selber aber nochmal ein bisschen erzählen. Da wird nämlich am Anfang eingeblendet eben Folgendes. Im Zeitalter der Globalisierung, in dem die Weltgemeinschaft zusammenrückt, finden wir Gruppierungen, die abgeschnitten von dem Rest der Gesellschaft an außergewöhnlichen Orten leben. Um ihre Bewohner kennenzulernen, muss man Hindernisse bezwingen, man muss Meere überqueren, Ängste und Vorurteile überwinden, Kontrollstationen passieren, kulturelle Barrieren durchdringen oder einfach nur die Augen öffnen. Und im Grunde war das auch genau das, worum dieser Film sich dreht. Es geht darum, dass einem vier Schauplätze gezeigt werden, die in Europa liegen, was ich sehr, sehr spannend fand. Also der Regisseur hat explizit gesagt, er möchte Plätze wählen, die in Europa liegen, also eigentlich nicht weit weg sind von der eigenen Lebensrealität, also von seiner eigenen Lebensrealität. Und man verfolgt quasi vier Orte und das Geschehen dort und wie die Menschen dort leben, die in sich sehr isoliert sind, sehr abgeschnitten aufgrund von zum Beispiel, also umwelttechnischen Geschichten. Das heißt, wir haben einmal zum Beispiel Grimsay, zumindest vermute ich mal, dass es so ausgesprochen wird. Das ist eine 3,5 Quadratkilometer große Insel, die in Island, also die 41 Kilometer vor der Hauptinsel Islands liegt. Ja? Mhm. Also mitten im Grönlandmeer, wirklich auch einfach von der Umwelt abgeschnitten, tatsächlich in sich isoliert. Und dort leben knapp 100 Einwohner. Und da geht es eben darum, wie die Leute dort leben und von der Fischerei hauptsächlich leben. Aber auch zum Beispiel um die Kinder, die dort eben, wenn sie die höhere Schule besuchen, also ab 12 dann die Insel verlassen müssen, weil es keine höhere Schule dort gibt. Und dann im Grunde auf eine Art Internat müssen und dann nur in semi-regelmäßig eben nach Hause kommen. Dann haben wir als weiteren Schauplatz einmal ein Lepra-Sanatorium in San Francisco de Boya in Fonti. Ich vermute mal, oder ja, also seht mir die Aussprache nach. Das ist 20 Kilometer von den spanischen Ferienstränden Costa Blanca entfernt. Und da habe ich auch lange nicht verstanden, dass wir in einem Lepra-Sanatorium sind. Also es wurde immer vom Sanatorium gesprochen und zwar ist es da so, dass 62 ehemalige Patienten da noch leben. Also es ist eher wie so ein Altersheim im Grunde, die da aber eben hingekommen sind aufgrund ihrer Lepra-Erkrankung schon oft als Kind und da quasi ihr ganzes Leben lang gelebt haben und immer noch da leben.
Und da hast du tatsächlich die Isolierung nicht nur von der Lage her, sondern eben auch natürlich eine Ausgrenzung der Gesellschaft, die da auch optisch sehr deutlich wird, denn sie sind eben in einem Sanatorium mitten mehr oder minder im Nichts von einer Mauer umgeben. Die Außenwelt will natürlich auch nichts von den Leprakranken wissen. Also dieses Stigma eben auch, das wir da haben. Hat auch was von der Insel natürlich, ne? Passend zu Lepra. Ja, genau. Richtig. Dann haben wir als weiteren Schauplatz Ny Ålesund. Das ist ein Archipel von Spitzbergen, also in der Arktis, 1231 Kilometer vom Nordpol entfernt. Und dort befindet sich eben eine der nördlichsten menschlichen Siedlungen der Welt und auch das größte Labor der modernen Arktisforschung. Das heißt, da kommen wirklich Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusammen, aus China und aus Deutschland und aus Frankreich und überhaupt, und ja, leben da und forschen da. Und die Station oder die Labore da, also das Feriendomizil ist es ja nicht, aber also das Dorf da, das ist auch nur erreichbar im Sommer, beziehungsweise wenn eben kein Eis auf dem Meer ist. Ja, also auch Großteil des Jahres abgeschnitten. Und dann haben wir als vierten, ja, isolierten Standort in Neapel, in Italien, wo man sich denken könnte, was, Moment, Neapel? Aber innerhalb von Neapel gibt es eine sri-lankische, ja, Diaspora, kann man sagen. Ja, so wird es auch im Film bezeichnet als die Diaspora, wo ich noch kurz denke, gedacht habe, Moment, was war nochmal eine Diaspora? Google, weißt du? Und da ist es wohl so, dass eben diese sri-lankische Gemeinde, also die größte sri-lankische Gemeinde Italiens, mitten in Neapel sich befindet. Die haben da also quasi, ja, einen eigenen Stadtteil und leben, essen, sprechen, ja, Singalesisch. Also die Leute, die dort leben, sondern sich wirklich aktiv von der italienischen Umgebung ab und haben ihr Mini-Sri Lanka in Italien gegründet, mehr oder minder. Und da kann man eben, ja, dieser Gemeinde folgen und ja, wie das Ganze vor sich geht und auch eben zum Beispiel, dass die Kinder, die dort in die Schule gehen, dann oft auch, wenn sie dann auf die weiterführende Schule gehen, eben nach Sri Lanka geschickt werden. Und sie werden also aktiv auf ein Leben in Sri Lanka vorbereitet, was auch ganz spannend ist mit dieser Dichotomie zwischen Italien und Sri Lanka. Ja, und das sind so die vier Schauplätze. Das war jetzt relativ lange geblieben. Ja. Aber das sind die vier Schauplätze, die uns vorgeführt werden und wo wir eben verschiedene Eindrücke bekommen. Und alles Schauplätze, die ja, ihre kleine eigene Welt sind, die in sich isoliert sind, die eben ihre kleinen eigenen Planeten sind, wie der Titel ja schon sagt, also Small Planets. Und ja, erstaunlich daran ist eben, dass das Ganze im Grunde direkt vor unserer Haustür stattfindet, ja. Also nicht irgendwo ganz weit weg von uns, auf einem anderen Kontinent oder so, wie man das eventuell erwartet hätte, sondern tatsächlich im Grunde vor der Tür. Und das fand ich zum Beispiel einen Aspekt des Filmes, der mir sehr gut gefallen hat. Für mich war, also ich kann schon mal sagen, das habe ich ja auch gerade auch schon im Vorgespräch gesagt, ich habe mich wirklich durchgeprügelt durch diese Doku. Und das liegt gar nicht mal unbedingt so an der Thematik, sondern, also was ich an dem Ding schätze, dass er, und das ist heutzutage ein ganz großes Problem, was ich immer wahrnehme, Isolation wird immer gern verwechselt mit Alleinsein oder sich allein fühlen. Und hier wird aber eigentlich wirklich Isolation als, ja, als sowohl gesellschaftliche als auch sozialpolitische, geopolitische Abschottung gezeigt. Das Problem ist hier nicht unbedingt für mich die Thematik, sondern wie es erzählt wird. Also das fing für mich schon an, also das fand ich schon so lustig. Am Anfang wird ja genau dieser Text, den du vorhin rezitiert hast, wird ja eingeblendet. Ja. Und da musste ich schon so schmunzeln, weil das war 1:1 der Pressetext. Und da habe ich mich wirklich gefragt, hat die Presseabteilung, also entweder waren die faul oder aber die haben selber so keinen Zugang zu diesem Ding gefunden, dass sie dann einfach diesen Text Copy and Paste übernommen haben. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, der Regisseur hat den Pressetext geschrieben. So als. Kann auch sein. Also so hatte ich das verstanden gehabt, ehrlich gesagt, aber vielleicht habe ich es auch missverstanden. Ja, es war auf jeden Fall irgendwie eine unfreiwillig ironische Spitze für mich. Und da muss ich sagen, dass ich in den Film unglaublich schwer reingekommen bin. Und das Problem ist, für mich arbeitet die Inszenierung eigentlich
fast die ganze Zeit gegenüber der Prämisse, weil es ist zwar lobenswert, dass er uns irgendwie so, ja, unverstellt in diesen Alltag irgendwie eintauchen lassen möchte, aber wie er das zeigt, wirkt für mich fast durchweg inszeniert und das liegt an dieser unglaublich statischen Kameraführung, die so wirklich so Filmschule 1.1 ist. Und da merkt man halt auch, der werte Herr Dirk Mantei war unter anderem auch Dozent an einer Filmhochschule. Das wirkt halt wie aus dem Lehrbuch. Und für mich hat das wirklich über die komplette Laufzeit des Films eine dauerhafte Distanz hergestellt. Und ich habe mich zum einen, also die erste Hälfte habe ich mich gefragt, was will er mir jetzt hier erzählen? Beziehungsweise es war mir eigentlich schon die ganze Zeit klar, was die Aussage dahinter ist. Aber ich dachte mir so, also das fühlte sich an für mich wie so ein Satz, der tausendmal aufgeschrieben und noch tausendfach unterstrichen wird. Und ich habe ihn aber beim ersten Mal schon gelesen. Also, ja, sorry. Nein, ich hätte dich jetzt auch weiterreden lassen. Ich wollte nur kurz hier einscheren und sagen, ich kann nachvollziehen, wenn du von statischer Kameraführung sprichst, das ist etwas, was ich nachvollziehen kann. Mhm. Es hat aber für mich tatsächlich, es war für mich nicht so ausschlaggebend. Also es hat für mich nicht diesen negativen Beigeschmack gehabt, wie es für dich gehabt hat. Für mich hat der Film eigentlich ganz gut funktioniert. Ich war erstaunlicherweise, und das, also als ich das Thema gelesen habe und so diese Einführung, dachte ich so, oh. Und dann anderthalb Stunden, oh Gott, ey, weißt du. Ja, das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Also ich habe schon wirklich das Allerschlimmste erwartet. Ja. Also Isolation und anderthalb Stunden, weißt du, so. Aber ich muss sagen, ich war erstaunlich gut unterhalten. Okay. Mir war zwischendurch tatsächlich nicht langweilig. Und das ist schon, das will was heißen, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Also ich habe mich gut unterhalten geführt. Ich sehe das ein, der Film hat einige kleinere Mankos. Man merkt auch, dass es ein Dokumentarfilm ist von einem Anfänger. Mhm. Ja, also das merkt man schon. Aber das ist jetzt nichts, was mir so stark gegen den Strich gelaufen ist beim Schauen, dass es mich extrem gestört hätte. Ja, also da habe ich ein bisschen anderen Zugang bekommen zu dem Film als du. Was ich sagen kann tatsächlich ist, ich habe mir, also am Anfang war es so, dass ich mich recht stark konzentrieren musste, weil ich den Zusammenhang erstmal nicht verstanden habe. Ja, du wirst ja da direkt in Situationen reingeschmissen und zum Beispiel, es fängt halt zum Beispiel an mit diesem Leprasanatorium und du sitzt da und du verstehst schon, dass es eben ein Sanatorium ist und dass es hier um ein Tabu geht und es wird ja auch kein einziges Mal das Wort Lepra genannt. Ja, also die sind ja so konfrontiert in ihrem Leben damit, dass man das eben nicht sagt. Und dann habe ich recht schnell auch verstanden, dass es wahrscheinlich um Lepra geht. Ich war auch ganz kurz mal bei HIV, wobei das wäre für Spanien und für die Altersgruppe wahrscheinlich ein bisschen zu, also für die Altersgruppe hätte das nicht gepasst, aber auf jeden Fall irgendwie so. Und dann habe ich gedacht, okay, liest du vielleicht mal das Pressematerial. Und dann habe ich das Pressematerial mir angeschaut und da muss ich sagen, da hat man eben die Infos bekommen, dass es diese vier Schauplätze gibt und was so ein bisschen so grobe Infos, also dass es eben diese Insel ist mit so und so vielen Einwohnern und dass du eben hier die Arktisstation hast und da eben dieses Sanatorium und eben dann auch noch die Sri Lanka-Menschen. Mhm. Und diese Information wird am Ende des Filmes tatsächlich dem Zuschauer gegeben. Ja, wortwörtlich. Und ich hätte sie mir richtig, und das ist nämlich genau das, was du gesagt hast, da wiederholt sich der Pressetext, und die hätte ich gerne am Anfang gehabt. Also ich habe für mich dann festgestellt, nachdem ich eben diese kurzen Infos gehabt habe, und es ist ja wirklich jetzt nicht viel, da reichen ja 2, 3 Sätze für jeden Schauplatz, der eine kleine Einführung dann eben dadurch bekommt. Das hat mir tatsächlich geholfen, einen besseren Zugang zu dem Film zu bekommen. Und ich hätte mir diese Information schon am Anfang des Filmes gewünscht. Ich kann verstehen, warum er sie ans Ende gesetzt hat, weil es hier ja darum geht, dass man sich auch aktiv dem Film erarbeitet, ja, dadurch, dass man eben genau guckt, sich konzentriert und so weiter und dann am Ende nochmal bestätigt bekommt, was man hoffentlich dann rausgelesen hat aus der Dokumentation, aber ich hätte es andersrum besser gefunden. Ja, also bei dem Lepra-Sanatorium, da kann ich dir sogar zustimmen, also das wird ja dann am Ende praktisch aufgeklärt, das hat fast sowas, eigentlich ist das eine Auflösung wie am Ende von einem Whodunit-Film, ne, lag man jetzt richtig oder nicht, so ein bisschen. Ja, ja, ja. Aber ach, ich frage mich auch, ob das Ganze vielleicht auch irgendwie ein Experiment am Zuschauer ist. Weil ich muss sagen, ich habe diese Distanz und diese Isolation als Zuschauer habe ich gespürt.
nicht unbedingt zu den Leuten, sondern zu dem Film an sich. Und das meinst du nicht, dass du da ein bisschen zu sehr Meta gehst? Ich weiß keine nicht. Ahnung. Ich habe die nicht gespürt. Ich kam sehr gut in den Film rein. Sorry, Experiment misslungen. Weil das muss ich sagen, das fände ich dann, das wäre zwar schon irgendwie relativ frech, aber das würde ich von einem... Das wäre ein Geniestreich, ehrlich gesagt. Aber Das würde ich von einem Filmdozenten auch so erwarten. Also zwischendurch ging mir auch wirklich mal durch den Kopf... Weiß nicht, vielleicht hat er auch versucht, so das 2001 der Dokumentation zu drehen, so ein bisschen. Weil am Anfang, ich muss sagen, also ich wusste nicht wirklich viel über das Ding. Ich hatte den Trailer gesehen und ich weiß gar nicht mehr, ich habe ihn jetzt vorhin noch mal gesehen und vielleicht liegt es auch daran, dass die Erinnerung an den Film dann wieder hochkam. Aber, also ich bin da relativ unvorbereitet rangegangen. Und dann habe ich mir auch halt das Pressematerial angesehen und zugegeben, wenn man den zu Hause im Stream sieht, hat man halt den Vorteil, dass man mal eben auch das Tab wechseln kann. Und im Kino stelle ich mir das sehr schwierig vor. Ich hätte den tatsächlich gerne im Kino gesehen, allein schon wegen der Naturaufnahmen aus Island und der Antarktis. Die fand ich nämlich toll. Die waren natürlich, sagen wir jetzt mal 0815, ja. Mhm. Also wenn du Antarktis-Filme siehst, dann hast du halt lauter solche Aufnahmen. Und wenn du Island-Filme siehst, hast du lauter solche Aufnahmen. Aber die haben für mich sehr gut funktioniert. Ich fand das optisch sehr, sehr schön. Ich könnte mir das auf einer großen Leinwand auch sehr gut vorstellen. Weil natürlich auch mit diesen Panoramabildern, die man da bekommt, eine Art Einsamkeit, Schrägstrich Isolation eben hervorgerufen wird. Hervorgerufen werden soll. Also mein Problem war da die ganze Zeit, dass halt auch wieder die statische Kameraführung, das sah für mich teilweise aus wie aneinandergereihte Postkartenmotive. Nee, das habe ich tatsächlich bei den Landschaftsaufnahmen gar nicht so schlimm empfunden. Ja, da vielleicht nicht so. Also das einzige Mal, wo ich überhaupt Bewegung im Bild wahrgenommen habe, war, als irgendwie die Nordlichter mal gezeigt wurden. Da halt was war das, diese, ach Gott, du bist doch hier, glaube ich, skandinavischer Herkunft. Du kannst das halbwegs besser aussprechen als ich. Ny Ålesund, aber sie ist, genau. Genau. Da habe ich das höchstens, da habe ich mal sowas wie Dynamik oder Bewegung im Bild wahrgenommen. Ansonsten war das für mich alles so unglaublich statisch und starr. Und ich habe mich teilweise auch wirklich gefragt, ob in der Doku, also ich muss sagen, das hätte ich sogar expressionistisch betrachtet, sogar noch interessanter gefunden, wenn es gar keine Sprache gegeben hätte. Ja, wobei, also ich war ja schon mal glücklich, dass wir keinen Sprecher aus Morph bekommen haben. Mhm. Ja, denn das funktioniert bei manchen Dokumentationen, ich finde bei den meisten aber nicht. Mhm. Hier haben wir ja tatsächlich die Situation gehabt, wenn die Leute sich unterhalten haben, dass wir dann den Gesprächen folgen konnten. Und ich finde zum Beispiel, dass das in der im Lepra-Sanatorium sehr gut funktioniert hat mit diesen Dialogen. Ja, das stimmt. Wo es weniger spannend war, war tatsächlich in der Antarktis. Ja, fand ich. Wobei es natürlich schon eine gewisse Komik hat, wenn dann die Leute erzählen, bitte ab hier dann jetzt immer das Gewehr mitnehmen, falls der Eisbär dich überfällt, ja. Aber ja. Das ist halt auch wieder, das ganze Ding ist so statisch aufgeladen für mich und das erschwert mir einfach unglaublich den Zugang. Und obwohl ich fand diesen Gedanken, den du gerade geäußert hast, sehr interessant, dass man sich diesem Film halt vielleicht irgendwie auch erkämpfen muss. Und vielleicht muss man sich den auch nicht, also ich muss dazu sagen, ich habe den mit Migräne geguckt. Ah ja, gut. da ist ja dann, vielleicht hätte dir dann gar kein Film so richtig gefallen. Wer weiß es. Es kann auch sein. Also irgendwie steht hier, die Form steht für mich über dem Inhalt und dem Inhalt dann auch irgendwo im Wege. Ja. Das ist das ganz, ganz große Problem bei diesem Ding. Und für dich. Ja, weil... Denn wie gesagt, ich habe da kein so großes Problem mit wie du, aber ja. Ja, nee, ich finde es ja trotzdem interessant. Ja, ja. Aber vor allem ist es am Ende auch so, also ich muss auch sagen, das Ding ist mir auch viel zu lang. Also für die Aussage, also die Aussage, die ist eigentlich schon ab Minute 1 klar. Ja, allein und schon durch diesen kleinen Text, der am Anfang steht. Also im Grunde wird ja schon erklärt, worum es geht. Theoretisch hätte man, wenn man schon die ganzen Infos zu den einzelnen Orten erst am Ende bekommt, das auch erst am Ende kriegen sollen, finde ich. Also wenn schon, dann richtig. Ja, obwohl das wäre dann natürlich auch so dieses Klischee, weiß ich nicht, das ist dann wie bei so x-beliebigen Biopics, wo man dann am Ende Texttafeln zu fressen kriegt. Ja, ja.
Aber ja, ich das war ganz merkwürdig. Also ich hatte die ganze Zeit lang wirklich diesen Stanley Kubrick-Vibe teilweise. Okay. Und war dann wirklich am Überlegen, ob das jetzt irgendwie, weil das ist auch halt alles so zusammenhanglos und aneinandergereiht. Zwischendurch war ich sogar am Überlegen, ob es ein Episodenfilm ist von mehreren Regisseuren, weil es einfach so zusammenhanglos wirkte, so gesprungen ist. Und also im ersten Drittel war ich wirklich am Überlegen, ist das jetzt irgendwie ein Film über unseren Alltag oder über das Leben an sich oder über alles und gar nichts. Also wirklich so diese, naja, dieser 2001-Spin. Aber das mag ganz merkwürdig klingen jetzt, aber als roter Faden zieht sich ja doch das Thema Isolation und Einsamkeit durch. Ja, natürlich. Und ich finde schon, also du hast schon recht, natürlich sind es Episoden, die aneinandergereiht werden und man sich ein bisschen fragen kann, warum jetzt ausgerechnet diese Episode vielleicht auf diese Episode folgt. Aber ich finde schon, dass du einen gewissen, dass dieser rote Faden einem schon hilft, da durchzukommen. Und wie gesagt, ich war erstaunt, dass ich eben nicht gelangweilt war. Ich habe mich eigentlich ganz gut unterhalten gefühlt. Er hätte durchaus auch gerne 20 Minuten kürzer sein können, aber so grundsätzlich fand ich es eigentlich ganz nett. Und zwei Dinge fand ich auch noch ganz schön. Und zwar zum einen der Ton bzw. die musikalische, in Anführungszeichen musikalische Untermalung. Also wir hatten ja in dem Sinne keine richtige musikalische Untermalung. Ab und zu mal kam schon Musik vor. Aber wir hatten zum Beispiel in der Antarktis, als dann diese Forscher, die Möwen oder was auch immer das für Vögel waren, ich vermute mal Möwen, erforscht haben, hattest du eben dieses Geschrei der Möwen in einer Lautstärke, wo ich gedacht habe, man denkt ja so Antarktis, ewige Stille, ja, und dass du dann diese Tonkulisse hattest, die so gar nicht irgendwie zu dem Optischen passte. Und ähnlich ging es mir zum Beispiel auch im Sanatorium, wo du dann diesen älteren Herrn hattest, der dann die ganze Zeit mit dem Vogel, also der hat einen Vogel im Käfig gehabt und hat mit dem ein bisschen gesungen und dann hat der Vogel gezwitschert und so. Und dann hast du diese Vögelschwärme gesehen, die auch ganz, ganz laut zwitscherten. Und das war eine Geräuschkulisse, die für mich gar nicht so richtig zu dem Optischen passte. Und dieses Aufeinandertreffen von Geräusch versus Optik, das hat mir ganz gut gefallen. Ja, das habe ich gar nicht wahrgenommen, muss ich zugeben. Das ist dann wirklich an mir vorbeigerauscht. Das tut mir echt leid, weil sowas finde ich, so Dissonanzen, so audiovisuell finde ich eigentlich immer sehr interessant. Es ist schade irgendwie, dass das für mich so, wenn dann auch untergegangen ist. Ja, klar, gut, wenn die Form halt dann dem Inhalt im Weg steht, kannst du nicht machen. Ne? Da drüber hinwegzukommen ist dann auch echt schwierig. Was mir noch sehr gut gefallen hat, gerade dieses Thema Isolation, normalerweise ist das ja ein Thema, das negativ belegt ist, zumindest für mich negativ belegt. Wenn ich an Isolation denke, denke ich eben oft auch an Einsamkeit und unfreiwillige Einsamkeit eben, ein auf sich selbst zurückgeworfen sein. Das hast du ja auch gerade Island, Antarktis, wenn du diese karge Natur hast und du weißt irgendwie, die armen Tröpfe sind da dreiviertel des Jahres im Dunkeln, eingesperrt im Dunkeln und im Kalten und so, ja, und Depression hoch 10 irgendwie. Also Isolation ist für mich generell ein negativ belegtes Thema. Und was ich aber hier ganz spannend fand, war, dass wir zum Beispiel mit Neapel und dieser sri lankischen Minoritätsgemeinde innerhalb der Stadt, ja, dass wir da eigentlich ein Beispiel für Isolation hatten, das aber positiv ausgelegt wurde von diesem Spielfilm oder von diesem Dokumentarfilm oder auch von dem Regisseur, ich weiß nicht, von der Erzählweise her, denn da geht es ja darum, dass wir, also Neapel, also der Stadtteil, in dem die sri lankische Minoritätsbevölkerung lebt, ist wohl ein Stadtteil, der eine sehr, sehr hohe Kriminalitätsrate hat und diese Enklave, diese sri lankische, schottet sich mit ihrer Weigerung, mit der italienischen Majoritätsgesellschaft umzugehen, absichtlich von dieser Kriminalität in diesem Viertel ab. Ja, also statistisch ist es wohl auch so, dass die Kriminalitätsrate wohl hauptsächlich Italiener dann sind, versus eben der sri lankischen Bevölkerung, die es ja eben da auch zu großen Teilen gibt. Und da wird Isolation als etwas Positives gesehen. Ja, und das wird hier in der Dokumentation auch aktiv angesprochen, dass es eben jemanden gibt, der dabei gefilmt wird, wie er eben sagt, er sieht es kritisch, dass diese sri lankische Minderheitsbevölkerung keinen Kontakt zu den Italienern möchte, aber im Grunde ist das auch ein Selbstschutz. Zumindest wird es hier so interpretiert. Und diesen Aspekt fand ich nochmal ganz interessant, weil es eben zeigt, dass vielleicht Isolation nicht
gleichbedeutend ist mit Negativität. Ja, das hatte ich ja anfangs auch schon angemerkt, dass mir durchaus dieser Grundgedanke gefällt, wie der Film mit der Begrifflichkeit Isolation eigentlich hausieren geht. Dass er es dann halt wirklich wegholt von diesem Klischee, sage ich jetzt mal, der gesellschaftlichen Abschottung oder der Einsamkeit vor allem, womit das ja eigentlich fast immer assoziiert wird. Das fand ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also es gibt schon positive Aspekte. Ja. Leider stand dir die Form ein bisschen im Weg, während ich die Form also vernachlässigen konnte. Ich, wie gesagt, war gut unterhalten und ja. Das ist so mein Fazit zu diesem Film. Na gut, dann würde ich dich noch, was vergeben wir denn mal? Also ich würde tatsächlich 4 Punkte vergeben von 5. Oh, okay. Ja, mir hat er wirklich gut gefallen. Ich war wirklich überrascht. Dann, ich glaube, ich halte mich dann sogar echt zurück. Jetzt sag nicht 2. 2 fände ich wirklich bitter. Oder wolltest du 1 vergeben? Nee, ich habe mir ehrlich gesagt, ich glaube, ich enthalte mich da wirklich, weil ich mich wirklich schwer tue, das überhaupt wirklich zu bewerten. Weil dieser Film hat irgendwie, das war eine ganz merkwürdige Seherfahrung, wie gesagt, für mich so dieses so, der isolierte Zuschauer oder der Film, der sich die ganze Zeit von mir als Betrachter isolieren möchte. Und am Ende eigentlich erst rauskommt. Ja. Ja, also ich würde mich noch auf 3,5 drücken lassen, aber wenn aber tatsächlich, also diese Seherfahrung, die du beschreibst, wenn die tatsächlich nicht nur bei dir so ist, sondern vielleicht auch bei anderen, dann wäre das ja wirklich tatsächlich ein Geniestreich des Regisseurs, muss man ja dazu sagen. Also da wäre ich ja jetzt mal echt gespannt, was der Rest von den Zuhörern dazu sagt. Aber ja, vielleicht war es auch bei mir Selbstschutz durch die Migräne. Ich weiß es nicht. Ja, wer weiß. Aber schön, ist doch mal schön, wenn wir wirklich so 2 unterschiedliche Meinungen dann auch dazu haben. Ja, finde ich sehr interessant. Also ich wäre wesentlich weniger zielführend gewesen, wenn ich da jetzt einfach nur einen Singlecast so runtergeleiert hätte. Ja. Und war auf jeden Fall ein sehr schöner Cast und endlich hat es mal geklappt, weil ich wollte mit dir nämlich wirklich sehr gerne mal casten. Ja, schön. Deswegen. Gut, dann würde ich sagen, war's das auch. Ja, wie gesagt, ich enthalte mich, glaube ich, einer Wertung. Das ist so ein bisschen, das ist so, ich glaube, ich bin jetzt so von 2001 zu Tree of Life gesprungen gerade so ein bisschen. Weil Tree of Life habe ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, auch nicht bewertet, weil ich den nicht fassen konnte. Ja. Möchtest du noch gerne ein bisschen Eigenwerbung machen? Weil du hast ja, glaube ich, einiges so am Start, wie ich das schon oft mitbekommen habe. Ja, ich mache den Frankfurter Kranz. Das ist ein Klatsch- und Tratsch-Podcast. Apropos, wir haben ja im Vorgespräch drüber geredet. Apropos Reden und so. Böse Zungen nennen es Laber-Podcast. nette Zungen sagen ein kleines Kaffeekränzchen mit Eva und Britt über Celebrities, Königs und Klatsch und Tratsch dieser Welt. Mhm. Dann habe ich noch zusammen mit Lara den, soweit wir wissen, ersten deutschsprachigen Jane Austen-Podcast, der eben sehr spezifisch um Jane Austen und ihre Bücher und teilweise eben auch Verfilmungen geht. Und dann unser ganz neues Baby, das jetzt auch mit dem Start der Picard-Serie erst richtig in Schwung kommt, nämlich den Star Trek Podcast Trekgasm, in dem wir eben alles mögliche Star Trek besprechen, aber jetzt ganz gezielt wirklich die neue Picard-Serie, die dann ja jetzt im Januar losgeht. Stimmt, die kommt jetzt, glaube ich, irgendwie nächste Woche schon. Ja. Ne? Ja. Am 23. läuft die offiziell in USA und dann am 24. in Deutschland. Und aber die Premiere in Berlin ist am, ich glaube, 18. Oh, ist ja gar nicht mehr so lang. Ja. Ja, schönes Geschenk ins neue Jahr. Oder schöner Start. Ja, da freuen wir uns schon ganz lange drauf. Und so ist dann auch eben dieser Podcast dann geboren, weil wir uns alle so gefreut haben, als wir den Trailer gesehen haben, dass wir dann gesagt haben, wir können unser Hurra, wir freuen uns drauf, nicht in 280 Twitter-Zeichen fassen, wir müssen da mehr zu sagen. Okay. Ja, dann meist bei mir ganz kurz und bündig. Ich bin natürlich auch weiterhin hier beim Telestammtisch, ob nun hinter dem Schnitttisch, dem virtuellen, oder eben hinter dem Mikrofon natürlich für euch immer hier. Und zum anderen bin ich auch natürlich bei den Kollegen von Movie Break aktiv, schreibe da Kritiken, Specials, News etc. und bin auch Teil des Podcasts. Da wird demnächst eine wahrscheinlich 3-teilige Podcast-Reihe kommen, wo wir mal so einen ganzen Blick jetzt werfen auf die gesamte Star-Wars-Saga, die ja jetzt zu Ende gegangen ist, beziehungsweise die Skywalker-Saga. Okay. Kann man sich drauf freuen. Die Filme, darf ich kurz, nur ganz kurz, nur die Filme oder auch die ganzen Animationsserien und so weiter?
Klassiker, die da noch wiederum existieren. Nur die Filme. Okay. Ich würde sehr gerne, ich muss dazu sagen, ich habe ein kleines Herz für diese Clone Wars-Serie, ja. Muss ich zugeben. Ja. Der Kinofilm ist furchtbar, aber der Serie sollte man eine Chance geben. So, und ich würde sagen, wir finden dann jetzt ein Ende. Mensch, Britt-Marie, hat mich echt gefreut, war eine schöne Besprechung. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut, ciao.